Der gute Boss Explosive hat ein neues Video veröffentlicht, ja, bekannt durch seine denkwürdige Reihe, die schlechtesten Deutschrap-Lines. Der Bruder ist mit einer neuen Reihe am Start hier, schlecht gealterte Deutschrap-Lines. Geile Idee, feier ich, ist eine geile Idee, stark, ich bin sehr, sehr gespannt. Im Thumbnail wurde man schon so ein bisschen gespoilert, wohin hier die Reise geht. Ich glaube, das wird gewohnt lustig, gewohnt raffiniert wie Zucker. Lass uns mal reinschallern hier. Wer hier so schlecht gealtert ist. Die hier aufgeführten Lines sind nicht schlecht, sondern lediglich schlecht gealtert. Das Video dient dem Zweck der Unterhaltung und soll niemanden angreifen oder bloßstellen. So ein Disclaimer von wegen, das Video dient dem Zweck der Unterhaltung und soll niemanden angreifen oder bloßstellen, hat er, glaube ich, von Anfang an nicht drin gehabt, ne? Das interpretiere ich so, dass der Bruder hier von dem einen oder anderen Rapper mal eine Ansage bekommen hat. Ja, was natürlich scheiße ist. Lieber Boss Explosive, wenn du sowas, wenn du damit nochmal ein Problem hast, dann melde dich da gerne mal bei mir. Dann können wir da weitere Sachen bereden. Kann ja nicht angehen, Alter, dass der Bruder hier angegangen wird wegen irgendwelchen Lines-Zusammenfassungen. Ja? Meine Fresse, ey. Alpha Killer Kommando unerreicht. Mein Freund. Es ist jetzt schon ein geiles Video, weil das einfach mit Jigsaw anfängt, Digga. Nice. Er hat mich jetzt schon abgeholt, Digga. Alpha Killer Kommando unerreicht. Steuerfrei nach Jiggy kommt der Sampler Nummer 1. Stimmt. Das war auf Jiggy. Ja, das war das zweite Album von Jigsaw auf Alpha Music Empire. Ja, ne? Wo ist der Sampler, Digga? Ne? Das ist wie der EGJ-Sampler Volume 4 leider nie rausgekommen. Hätte eigentlich Potenzial gehabt, oder? Zelt, Gent, Asche, auch schon? Du Fanboy! Noir, das hätte Potenzial gehabt. Ja, hätte man das cool aufgezogen, wäre das, denke ich mal, eine coole Nummer geworden. Wenn halt Kolle omnipräsent gewesen wäre auf dem Sampler und dann halt die Jungs diverse Parts beigesteuert hätten. Aber daraus ist es nichts geworden, ja. Ich hätte es auf jeden Fall interessant gefunden als Projekt, Digga. Dieses Jahr wird alles zerfickt. Ehrenlos, Digga. Hey. Ja, man konnte ja nicht wissen, dass der gute Jigsaw sich dann entscheidet, hier ein sehr, sehr cringiges Video hochzuladen, dabei das ist Alpha Music zu rufen und damit sozusagen seine Karriere gegen die Wand zu fahren, ne? Cringe. Der nächste Spasti, der mich als San Diego beleidigt, wird von Patrick Bang, Mr. Krabs und Thaddeus beseitigt. Ja, das war auch unangenehm. Das war auch unangenehm. Also, es war zu der Zeit, wo die ersten Gerüchte aufkamen, dass SpongeBob San Diego ist. Da wollte er da irgendwann auch in seinen Lyrics so ein bisschen davon ablenken, dass er halt das nicht ist. Ja, jetzt im Nachhinein ist das sehr, sehr unangenehm. Ja, also es war 2013 hier. Da gab es, glaube ich, sogar noch eine Line. Irgendwo hat er das nochmal mit verwurstet. Ach, Digga. Ich kille dich, Punk. Frag nicht, wie's mir geht. Ich geh mit Sonny in die Videothek, du Bibliothek. Ich kille dich, Punk. Frag nicht, wie's mir geht. Ich geh mit Sonny in die Videothek, du Bibliothek. Also das hätte auch definitiv bei den schlechtesten Deutschrap-Lines einen hochverdienten Platz bekommen können. Alter. Aus verschiedener Sicht ist das schlecht gealtert, ja, weil man natürlich jetzt hier, glaube ich, nicht mehr mit Sonny viele Sachen unternimmt heutzutage, wenn man Flair ist. Und dann natürlich auch deswegen, weil es heutzutage, glaube ich, keine Videotheken mehr gibt. Ja. 2009 waren noch andere Zeiten. Digga, ey, es war aber geil. Wer erinnert sich noch dran, in die Videothek zu gehen? Das war nice. Ich hatte auch während meines Studiums habe ich in der Videothek gejobbt. Das war anders wild, ja. Ich konnte mir Filme und alles da immer kostenlos mitnehmen. Das war cool, ja, weil ich ja absoluter Film-Nerd bin. Das war nice. Aber wisst ihr, was ich da verdient habe? Stundenlohn? Leute, 3,50 €, Digga. Gottlos, Digga. Gottlos. Ja, 3,50 €. Und das war in der Silberhöhe. Wer sich in Halle ein bisschen auskennt, weiß, dass es definitiv ein heißes Pflaster ist. hatte ich halt immer die Creme de la Creme in der Videothek als Kunden. Das Ding war, wir haben auch Alkohol verkauft. Und am Sonntag, wenn die Geschäfte zu hatten,
kamen die ganzen Alkis und haben bei uns Alkohol gekauft. Und unsere Chefin, die war so eine ehrenhafte Frau, Digga. Wenn da jemand Alkohol gestohlen hat, wurde uns das vom Lohn abgezogen, ja. Wenn da mal jemand eine Flasche Jägermeister geklaut hat, hast du 3 Stunden umsonst gearbeitet. Ganz bitter. Ganz bitter. Started from the bottom, now we're here, Digga. Ja, ja, richtig bitter, Digga. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gesetzeskonform war, Digga. Ja. Weil das Problem ist, wir standen da teilweise alleine, ja. Du hast als Schicht, warst du alleine, ja, in der Videothek, als einzelner Mitarbeiter. Dann komm ja, das war ja damals so, du hast ja nicht die, Filme, die aus dem Regal genommen und die dann hingegeben, sondern die Videotheken waren immer so aufgebaut, dass du halt einzelne Cover da stehen hattest im Regal, darunter waren so Chips angehangen. Die Leute kamen mit den Chips und dann musstest du nach hinten gehen ins Sortiment und dann sozusagen die Filme raussuchen. Das hat manchmal eine Minute gedauert und in der Zeit konnte sich da einer da irgendwo im Alki-Regal da irgendwas einstecken. Also es war so easy, da was mitgehen zu lassen. Fixi, danke für die 500 Bits, sorry für die Flasche. Alles gut, Digga, ja. Ja, das war crazy. So war es damals. Die Anfänge des Marvin California in Halle an der Saale, Digga. Ja. Aber so eine Zeit, die ich nicht missen möchte, ja. Frag nicht, wie's mir geht. Jeder muss in seiner Promophase Buddhisten, aber wir sind hier am Chillen, so wie Buddhisten. Ja, also man kann, glaube ich, von vielen EGJ-Künstlern, sowohl von den gesignten Leuten als auch beim Labelchef himself, sich durch die Diskografie suchen und einfach 100 Lines wahrscheinlich finden, die echt schlecht gealtert sind, ja. Das Ding hier natürlich auch, ja, denn Ali Boumaier hat ja erst hier, wie ist der letzte Song von ihm? Hat er auch irgendeine relativ lustige Line auch gedroppt gegen Bushido. Bushido Prozess, später. Also, jetzt Einstein, Fotze. Jeder wird zum Kleiner Mann, ja, sorry. Oh Mann, obwohl wir einmal Brüder waren. Yeah, der Hexenmeister ist seit Jahren schon frustriert, während seine Frau sich auf Partys amüsiert. Für deine Tochter, der du später mal erzählen kannst. Ihre Mutter hatte jeden Schwanz. Ja, das war eine epische Szene hier, ne? Es war eigentlich das Stärkste am ganzen Diss-Track, ja. Ali Boumaier, wie er da so herzhaft lacht. Das war kinoreif, Digga. Schwanz. Ihre Mutter hatte jeden Schwanz. Ihr kennt den Mann am besten, ich werd nie anders rappen. Oh. Das sind natürlich immer Versprechen, die leicht ins Leere gehen, wenn dann halt mal der große Euro winkt. Da werden gerne mal Prinzipien über Bord geworfen. Was ist das jetzt, 2014? Naja, gut, okay. Wenigstens ist es nicht 2019, Digga. Ja. Ich meine, Bruder, wir wissen alle, dass Summer Jam auf jeden Fall heutzutage nicht mehr so rappt wie früher. Ja, das ist, ja. Kannst halt gehen, Digga, ne? Ah, nice gemacht. Ich feier das, wie er seine Videos hier gestaltet, ja. Deswegen nochmal, ich find's sehr, sehr ungerecht, dass YouTube dem guten Boss Explosive seinen YouTube-Button verwehrt, weil ihm sozusagen gesagt wird, ja, du machst ja keinen eigenen Content. Also ich finde schon, dass das eigener Content ist hier. Das ist eine Arbeit, das rauszusuchen, ist eine Arbeit, das zusammenzustellen und so weiter. Ja. Ich komm mit ganz großen Bündeln voller Banknoten. Du mit Computern, als sie sich schwul an, hör die Franzosen. Later. Kollege, le boss, on an manier. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux de moi qui est tu veux d'entendre l'argent, je te frappe dans la tête, du kleiner Hurensohn. Ali, entende-moi. Kollege, le patron, il vient avec le Kalaschnikow. Explosive möchte weiterhin von seinem Image sich loslösen, dass er ein Kollege-Fanboy ist. Mach nicht auf Rapper, wenn dein Album nicht mal chartet. Ja, Digga. Primitiv, effektiv. Alter, das ist wohl sogar auf Sardcore Reloaded gewesen. Das ist jetzt von 2015 hier. Oh shit. Das ist peinlich, Digga. Ach, Sard, Digga.
Das wäre jetzt so gewesen, wie wenn Mois und Maestro irgendwas mit Chartplatzierung auf FML gerappt hätten, ne? Die sind ja damit nicht Top 100 gechartet. Oder Jalil halt, ne? Nochmal schön in Großaufnahme in die Wunde rein, ja. Pures Anabol, nur die Masse zählt und ich fick jeden deutschen Rapper, deine Masse. Ah, oh ja, oh Gott, das hab ich auch ganz vergessen, Digga. Ja, da hat Farid sich auch mehr schlecht als recht dann rausgeredet, ne, nachdem er 18 Karat gesigned hat. Ich glaube, darauf will er jetzt hier hinaus, ne. Ach, Digga. Ach, Digga. Ausgetrickt. Ich komm rein mit der AK, Brata, na hänge Rapper. Kapital und nicht David Guetta. Geil. Stark gemacht, Digga. Das einfach auf so einen, über so einen David Guetta Live-Gig zu legen, saugeil. Ich komm rein mit der AK, Brata, na hänge Rapper. Kapital und nicht David Guetta. Geisteskranker Song, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lines, die schon jeder Esel hatte. Okay. Ja, das war hier seine Streaming-Ecke, ne? Wo wir uns auch zum bisher letzten Bushido-Interview zusammengefunden haben, ne? Das ist das letzte, glaube ich, immer noch bisher, oder? Wenn wir jetzt so die ganzen Maischberger-Auftritte, oder wo war da bei irgendeiner Talkshow? Maischberger war das, glaube ich. Ist ja dann zu Mundschuh und so weiter, wenn man das nicht mitzählt. Krass eigentlich, oder? Das war 2018 oder 2019? 2018, ne? Genau. Crazy, ey. Das waren noch Zeiten, ja? Da war die Welt noch in Ordnung, Digga. Da hat der Marvin California noch nicht von der verbotenen Frucht genascht. Ja. Oh. Twitter brennt gleich, Digga. Was haben KFC und Schafe eine Gemeinsamkeit? Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Ich glaube, jetzt müssen einige Leute wirklich ganz, ganz stark sein, Digga. Ja, wir machen direkt nochmal zurück, ja, für die absolute Stärke, Digga. Okay. Was haben KFC und Schafe eine Gemeinsamkeit? Diese Spitzel unterstützen Polizeiarbeit. Wenn ich will, geh ich spazieren am Alexanderplatz. Eine Freiheit, die du als ein Informant nicht hast. Yeah. Kapi hat das auch aufgegriffen, ne? Ich glaube, auf Berlin lebt 2. Ich gehe kurz auf. Ballock, Digga, bleib doch hier, Digga. Was ist denn los hier? Hast du eigentlich mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe? Nee, ne? Ich habe gesagt, sobald Ballock hier im Chat ist und sich bemerkbar macht, mache ich Ronin an, Digga. Tja, Digga. Aber du bist jetzt kurz weggegangen, ja? Dann mache ich es halt nicht. Am Alexanderplatz, eine Freiheit, die du als ein Informant nicht hast. Yeah, fick die Polizei, LKA, WKA. Hab die Knarre unterm Kopfkissen, lass mal ein paar Cops ficken und die Leichenteile den Familien herausschicken. Ich bin unbeeindruckt von deinem Polizeischutz. Was sind schon ein paar blaue Männchen gegen meine Streitsucht? Arafat am Handy. Aber ein geisteskranker Part gewesen, ne, auf 30F80, Digga. Der Part war sehr, sehr nice, Digga. Männchen gegen meine Streitsucht. Arafat am Handy, du bist bleich wie Blutspender. Muss dich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Leg dich mit mir an, dann landest du im Zeugenschutzprogramm. Ja, die Bildkomposition ist natürlich auch sehr, sehr unangenehm für den ein oder anderen Zuschauer jetzt hier. Er geht aber wirklich, er geht rein hier, ja. Boss Explosive, Digga. Ohne Kondolenz, mit eiserner Konsequenz hier. Sich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Leg dich mit mir an, dann landest du im Zeugenschutzprogramm. Du Drecksbulle. Aber Haifisch ist geil, Alter. Das war ein geisteskranker Song. Ist, glaube ich, für mich so Top 5 von Sonny Black, Alter. Du im Zeugenschutzprogramm. Du Drecksbulle bist außer dir. Bestell mich bloß nicht aufs Revier. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Ich bin angeblich Sklave der Familie Abu Chaka. Schäm dich. Arafat war sowas wie dein Vater. Ah, Digga. Und dann hier nochmal die Rekonstruktion des schon jetzt legendären Flaschenwurfs. Schöner Beat.
Ja, sehr, sehr schöner Beat auf jeden Fall. ja, wie immer ein hochunterhaltsames Video. Ja, Grüße geht raus an den einzigartigen Boss Explosive, Alter. Ich hoffe, die Reihe führt da fort. Das hat extremes Potenzial, Alter. Sehr, sehr geil. Waren den Trends. Okay, krass. Zu Recht, Digga. Zu Recht.